Ja, hallo zusammen, ich bin's wieder, Jess. Relativ frisch aus dem Urlaub zurück, habe ich mir gedacht, begrüße ich euch doch mal wieder persönlich, per Videobotschaft sozusagen. Ich habe mir heute ein Thema überlegt, zu dem ich auch in den letzten Wochen wieder viele Fragen bekommen habe. Und zwar das Thema Affiliate Marketing. Ich denke, das ist für viele interessant, denn ja, damit können wir relativ zügig und mit relativ wenig Aufwand schon einige Umsätze in unserem Online-Business generieren. Das ist aber natürlich auch interessant für Leute, die ein Produkt anbieten, egal ob es jetzt digital ist oder physisch, wie beispielsweise Parfüm oder ähnliches. Affiliate Marketing, was ist das überhaupt? Beim Affiliate Marketing ist es so, dass man als Affiliate oder als Partner ein Produkt bewirbt und dafür eine Provision bekommt. Das heißt, es muss auf jeden Fall ein Produkt oder eine Dienstleistung vorhanden sein und der Anbieter dieser Leistung oder dieses Produktes entscheidet sich dafür, dieses Produkt Partnern zur Verfügung zu stellen, dass sie dieses bewerben können, legt eine Provision fest, zum Beispiel von 20%. Und dann gibt es Systeme, die das sogar schon automatisiert dann alles regeln. Man bekommt dann beispielsweise einen Partnerlink und darüber wird das Ganze dann nachvollzogen, von welchem Partner nun ein bestimmter Verkauf zustande gekommen ist. Also wir haben ein Produkt und einen Verkäufer und dieser Verkäufer sagt dann, okay, ich möchte, dass meine Partner dieses Produkt bewerben können und dafür bekommen diese dann eine Provision, wenn es verkauft wird. Es gibt noch viele verschiedene Provisionsmodelle, wie zum Beispiel Pay-per-Lead. Das heißt, man bekommt einen kleinen Umsatz, einen festgelegten Umsatz für den Eintrag in einen Newsletter oder ähnliches. Aber das häufigste Modell im Affiliate-Marketing ist eben das Pay-per-Sale. Das heißt, wenn wir etwas verkaufen über unseren Partnerlink, dann bekommen wir dafür eine Provision. Okay, ich glaube, jetzt wissen wir, was Affiliate Marketing ist. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, wie kann ich das anwenden? Ist das überhaupt für mich interessant? Wenn du auf der einen Seite jemand bist, der eigene Produkte hat, egal wie gesagt, ob sie digital oder physisch sind, dann solltest du dir überlegen, ob dieses Programm, ob ein Partnerprogramm für dich interessant sein könnte, um durch deine Partner noch mehr Verkäufe zu generieren. Das kommt natürlich immer darauf an, wie hoch deine eigene Marge ist. Bei physischen Produkten ist das immer relativ schwierig, weil dann die Marge selbst schon relativ gering ist, weil wir haben ja auch noch die Versandkosten, die Herstellungskosten, die Shopbetreiberkosten und so weiter und so fort. Da musst du dann wirklich rechnen. Wenn du allerdings ein digitales Produkt verkaufst, dann macht es auf jeden Fall Sinn, dort ein Partnerprogramm zu entwickeln bzw. zu nutzen. Denn du kannst mit deinen Partnern, wenn du gute Affiliates hast, wirklich viel deinen Umsatz steigern und viel mehr verkaufen. Dazu gibt es zum Beispiel so Plattformen wie Digistore24 oder Clickbank, wo man dann ein Produkt einstellen kann und sagen kann, ich möchte, dass auch Affiliates das bewerben können und dann bekommen diese Affiliates, wenn sie sich für dein Produkt beworben haben, einen ganz speziellen Link und können dieses dann bewerben. Wenn du jetzt jemand bist, der gerne Produkte bewerben möchte, wenn du zum Beispiel einen Blog hast oder eine Website hast oder auch eine große E-Mail-Liste hast und so weiter, dann macht es auf jeden Fall auch Sinn, Affiliate-Produkte zu bewerben. Allerdings musst du dir da auch wirklich zielgerichtete Produkte heraussuchen und nicht einfach darauf loswerben. Nur weil du Affiliate-Marketing machst, heißt das nicht, dass das von alleine geht. Du musst zwar kein Produkt entwickeln, allerdings hast du trotzdem viel Arbeit. Du musst dir eine Community aufbauen, die auf deine Testberichte und auf deine Erfahrungen vertraut. Und du musst die Produkte nach Möglichkeit, so ist es zumindest bei mir, testen und dann auch ein ehrliches Feedback geben können und den Leuten die Produkte erklären können. Wenn du beispielsweise einen Blog zum Thema Angelsport betreibst, dann solltest du dich einmal bei den gängigen Affiliate-Portalen wie eben Digistore24, Clickbank oder auch Xanox und so weiter mal umschauen, ob es Produkte dafür gibt, die du bewerben kannst. Gerade bei einem Angelblog macht es natürlich auch Sinn, zum Beispiel über Amazon diverse Produkte zu bewerben. Amazon hat auch ein Partnerprogramm, da sind die Provisionen zwar relativ gering, aber die Masse macht es dann im Endeffekt. Wenn du also viele Leser auf deinem Blog hast und dort Produkte empfiehlst, dann kann sich das schon rentieren. Wenn du digitale Produkte bewirbst, ist die Provision meistens um einiges höher und du kannst damit natürlich dann auch viel mehr verdienen. Aber wie gesagt, es reicht nicht einfach nur irgendwo einen Link zu posten bzw. einen Partnerlink zu posten und dann zu hoffen, dass da die Provisionen flattern. Du musst dir schon wirklich ein bisschen Mühe geben dabei,
Egal, ob du es jetzt per Video machst oder eben über deinen Blog oder was auch immer, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, wie du hinterher mit Affiliate-Produkten arbeiten kannst. Und ich kann dir wirklich sagen, es funktioniert. Ja, in Amerika gibt es viele und auch hier, die fünfstellige Umsätze mit Affiliate-Marketing machen. Und ich persönlich bin ein Riesenfan von diesem Affiliate-Marketing, denn ich muss eben selbst im Grunde kein Produkt entwickeln oder nur wenn ich gerade möchte ein Produkt entwickeln und kann trotzdem mein Geld verdienen. Aber das funktioniert natürlich, oder bei mir hat es natürlich nicht von jetzt auf gleich funktioniert. Es hat doch einige Zeit gedauert. Ich würde schätzen, so 9 bis 12 Monate hat es gedauert, bis wirklich nennenswerte Umsätze bei mir über das Affiliate-Marketing zustande gekommen sind. Also, wenn du jetzt gerade erst beginnst und du merkst, okay, da, wenn überhaupt, dann kommen immer nur ein paar Euros herein mit Hilfe des Affiliate-Marketings, dann lass dich davon aber nicht abhalten. Also sag jetzt nicht, okay, das bringt sowieso nichts, sondern bleib dran und mach weiter. Du musst dir erstmal die Basis schaffen und die Basis sind deine Leser bei deinem Blog. Also ich nehme das Beispiel Blog, weil ich es persönlich auch mit einem Blog mache und weil ich der Meinung bin, dass man damit am meisten die Menschen erreichen kann. Also du musst deinen Blog wirklich pflegen, regelmäßig damit arbeiten, interessante, mehrwertreiche und hochwertige Artikel posten und deine Community ja pflegen und natürlich auch dafür arbeiten, dass immer mehr Leser zu deiner Community stoßen. Und das dauert am Anfang und ja, das ist auch sehr viel Arbeit, das gebe ich zu. Das ist nicht mal eben von heute auf morgen gemacht. Du kannst nicht mal eben einen Gartenblog erstellen, 10 Artikel schreiben und darauf hoffen, dass du dann 1000, 2000, 3000, 4000 Leser hast und dann 4-5-stellig was verdienst damit. Das funktioniert nicht, glaub es mir. Es wird dauern, aber wenn du dranbleibst, wenn du vorher genügend recherchiert hast und analysiert hast und weißt, hey, hier gibt es Leute, die sich dafür interessieren, das ist meine Leidenschaft, damit möchte ich sozusagen den Rest meines Lebens verbringen. Es ist die Wand, ne? Genau. das eben ist mein Thema und daran habe ich Spaß, das motiviert mich immer wieder. Dann funktioniert das auch. Egal, ob es jetzt eben im Marketingbereich ist oder Gartenpflege, Rosenpflege, Angeln, Segelboot fahren, was auch immer. Schau nach, dass du wirklich auch Interessenten bzw. Leser bekommst auf deinem Blog. Und dann, ja, noch ganz wichtig, nicht den ganzen Blog mit irgendwelchen Werbebannern zupflasterst. Bitte mach das nicht. Ein Insider-Tipp, ein kleiner. Versuche die Banner möglichst ganz wegzulassen und arbeite mit In-Content-Links. Also das bedeutet, dass du mal diverse Wörter verlinkst, die eben dann passend sind. Oder wenn du etwas beschreibst oder ein Video machst, darunter einfach ganz normal den Link postest. Oder dann eben im Artikel vielleicht mal so einen kleinen Banner mit deinem Link postest. Aber vermeide es bitte wirklich, deinen Blog zuzupflastern. Da klickt kein Mensch drauf. Es sei denn, es ist wirklich dezent und passend, aber wirklich, also ich sehe da manchmal wirklich Bannerfarmen und das macht keinen Spaß zu lesen. Also wenn drumherum alles blinkt, nee, mach das nicht. Ja, okay. Gut, also wir haben jetzt geklärt, was ist Affiliate-Marketing und wir haben geklärt, für wen Affiliate-Marketing ist und ja, so ein bisschen habe ich es angekratzt, wie du es sinnvoll einsetzen kannst. Ich fasse es nochmal kurz zusammen. Beim Affiliate-Marketing geht es darum, dass man für das Bewerben eines Produktes Provisionen bekommt. Du kannst physische Produkte bewerben, aber natürlich auch digitale Produkte. Dafür gibt es verschiedene Netzwerke, wie zum Beispiel Digistore24, Clickbank oder auch Xanox und so weiter, ja. Dann kannst du auf deinem Blog natürlich mit deinen Affiliate-Links arbeiten. Also über deinen Blog deine Community aufbauen und dann auch damit wirklich verdienen. Du musst Geduld haben. Es wird nicht von heute auf morgen funktionieren. Auch wenn das manch einer erzählt, es wird nicht klappen. Bis du die ersten nennenswerten Umsätze wirklich generierst, kann es durchaus mehrere Monate, wenn nicht sogar 1 auf 2 Jahre dauern. Wenn du aber ein Thema bearbeitest, welches dir wirklich Freude macht, dann ist dieser Umsatz durch das Affiliate-Marketing in dem Fall zweitrangig. Denn dann machst du es wirklich, weil du Spaß an der Sache hast. Und dann verspreche ich dir, kommt der Rest automatisch. Ja? Gut. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn dem so ist, gib dem Ganzen doch einen Daumen hoch. Wenn du es auf meinem Blog anschaust, dann freue ich mich natürlich auch über ein Gefällt mir, ein, Twitter-Sharing und was auch immer noch alles unter dem Video möglich ist, freue ich mich natürlich.
Und vor allen Dingen, was mich interessieren würde, wer von euch betreibt schon Affiliate Marketing? Machst du das vielleicht schon? Und wenn ja, auf in welcher Art und Weise? Machst du es als Vendor, also als jemand, der ein Produkt anbietet und suchst immer Affiliates, oder machst du es auch selber als Affiliate und auf welche Art und Weise? Schreib mir das doch mal bitte in die Kommentare, würde ich mich sehr drüber freuen. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt die natürlich auch in die Kommentare, egal ob auf dem Blog oder jetzt bei YouTube. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wundervollen Tag, eine erfolgreiche Woche. Tschüss und bis zum nächsten Mal, eure Jess.